Wir sehen hier das Sony Ericsson W995. Das ist zwar ein Walkman-Handy, hat aber eine sehr, sehr gute 8,1-Megapixel-Kamera verbaut mit LED-Blitz. Schade finde ich, dass diese Kamera nicht nochmal besonders geschützt ist, wie das bei manchen Handys der K- bzw. C-Serie der Fall ist. Die Kamera ist also recht ungeschützt und man sollte immer ein bisschen darauf achten, ob die Linse hier auch wirklich sauber ist. Aber ja, wir wollen die Kamera mal testen. Am schnellsten kommt man ins Kameramenü, wenn man hier ein bisschen länger auf den Auslöser drückt. Die Kamera startet an sich auch recht schnell. Ja, und dann haben wir hier diverse Funktionen. Zum Beispiel den Smile Shot, dann Best Pick, Panorama, Rahmen. Dann verschiedene Szenen, die man auswählen kann. Also geht da sogar relativ weit runter im Menü. Dann hier die, die Bildgröße. Da haben wir jetzt natürlich die vollen 8 Megapixel gewählt. Gesichtserkennung ist zum Beispiel mit dabei. Makro, unendlich. Dann den Blitz, Selbstauslöser, Belichtungsmodus, Weißabgleich. Da habe ich schon so ein bisschen rumprobiert. Da liefert eigentlich das Neonlicht mal wieder das beste Ergebnis bei uns. Dann haben wir hier verschiedene Effekte, die man auswählen kann. Und dann haben wir die weiteren Einstellungen mit Fotoqualität, AF-Leuchte, Best Pick, Überprüfung, Stabilisator, Position hinzufügen und Speicherziel, Autodrehen, Verschlusston, Einstellung zurücksetzen und Zähler zurücksetzen. So. Dann wollen wir gleich mal ein Bild machen. Einmal möchte ich noch kurz den Zoom zeigen. Wir sehen, es geht schon recht dicht dran, wird dann jetzt leider gerade ein bisschen unscharf, ist aber auch nicht auf Makro gestellt. Das macht man über diese Tasten hier oben. Natürlich ist es nur ein digitaler Zoom und leider kein optischer Zoom. So, wir machen jetzt mal ein Bild. Ja, das Handy braucht insgesamt ein bisschen, um das dann zu verarbeiten, aber dafür kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen. Also die, die Schärfe überzeugt, die Farbtreue überzeugt. Das ist also wirklich ganz gut geworden. Man kann dann hier das Bild direkt bearbeiten oder zum Beispiel löschen. Das machen wir jetzt. Und hier über diese Auswahl kann man dann direkt in den Videokameramodus wechseln. Auch hier gibt es einige Optionen, zum Beispiel Videolänge, die kann man für MMS begrenzen. Man kann die Leuchte einschalten. Und natürlich ist das schon recht hell, aber man kann sich einfach vorstellen, dass das keine besonders große Reichweite hat. Man hat also auch bei dieser Kamera natürlich das Problem, dass bei schlechten Lichtverhältnissen auch die Bilder entsprechend schlechter werden. Es gibt aber auch einen Nachtmodus, Selbstauslöser, Mikrofon, Belichtungsmodus, auch hier den Weißabgleich, die Effekte und hier noch ein paar zusätzliche Optionen. So, auch hier wollen wir jetzt mal ein Video drehen. So. Die Kamera nimmt mit 240 x 320 Pixel auf. Insgesamt ist das Resultat in Ordnung. Also ich habe schon wesentlich schlechtere Ergebnisse gesehen, aber man darf auch einfach nicht zu viel erwarten, auch wenn man bei einer guten Fotokamera vielleicht auch eine gute Videokamera sich erhofft. Ist das leider bei den heutigen Handys noch nicht so wirklich der Fall. Und da muss ich sagen, gehört das Resultat hier schon zu den besseren.